Frau Dr. Phil Rosina Sonnenschmidt. Sie ist eine Koryphäe seit vielen Jahrzehnten, eine Expertin. Zunächst begann sie aber auch als Sängerin. Sie ist Homöopathin, sie ist Medium. Sie wurde unter anderem in Japan und London geehrt für ihr Engagement für die Homöopathie. Sie ist Autorin vieler Fachbücher zum Thema ganzheitliche Therapie, Miasmatik, Homöopathie, Bühnenpräsenz und Humor. Und Humor ist überhaupt ein Thema, das sie nach und nach für sich entdeckt hat. Und jetzt eben, meine Damen und Herren, Frau Dr. Rosina Sonnenschmidt. Die Bedeutung von Intuition und Humor in der Ganzheitsmedizin. Damit spreche ich zunächst mal drei große Bereiche an. Nämlich einmal die Intuition. Das bedeutet, ich vertraue dem ersten Eindruck. Wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir feststellen, dass wir oft nicht dem ersten Eindruck vertrauen, sondern dem zweiten. Dann drehen wir eine Runde, machen eine Erfahrung und stellen dann später fest, ja, ich hätte dem ersten Eindruck vertrauen sollen. Also wir sind im Westen überhaupt nicht geneigt, dem ersten Eindruck zu vertrauen. Und es ist so, dass wir das wieder lernen müssen, dem ersten Eindruck zu vertrauen. Das zweite ist der Humor. Auch das ist nicht so selbstverständlich, nämlich das bedeutet ja, ich muss in der Lage sein, die Perspektive schnell zu wechseln, also den Betrachtungsort. Wir haben jetzt viel gehört über den einfachen Satz, Liebe heilt, das ist richtig, es ist das Allheilmittel, aber als Therapeutin sehe ich, dass es immer ein beschwerlicher Weg ist, Klienten und Patienten dahin zu bringen, dass sie sich selbst annehmen, liebend annehmen und schließlich durch diese Liebe zu sich selbst dann auch im Heilungsprozess enorm vorankommen. Und wir haben auch gehört, Liebe ist grenzenlos, aber in der Therapie brauchen wir Grenzen, in denen der Patient das wieder erleben kann, dass er ein inneres Juwel hat, dass er große Potenziale hat und dass tatsächlich auch die Liebe zu sich selbst sehr heilsam ist. Dann die Ganzheitsmedizin bedeutet eben nicht nur, dass ich also energetische Heilmittel gebe, ob nun Nadeln oder Homöopathie oder sonstige Dinge, sondern dass der Patient aktiv an seinem Heilungsprozess beteiligt ist und etwas in ihm zum Erleben kommt, das ihm zeigt, ja, ich kann das, ja, es gibt für mich eine Zukunft, ja, es gibt für mich auch Heilung. Und es gibt sehr viele verschiedene Schichten, in denen Heilung stattfinden kann. Ich habe viele Schwerkranke und da ist nicht immer gesagt, dass der Organismus wieder ganz in seine Ordnung kommt, wie er mal war. Sondern wenn Menschen versehrt sind durch Operation oder sehr schwer krank sind, dann kann Heilung auch im Sterbeprozess sein. Darin habe ich sehr viel Erfahrung und auch gesehen, Heilung kann also auch in dieser Phase, wo der Körper abgegeben wird, trotzdem ein Mensch zu seinem Seelenfrieden kommen und sich als geheilt, als heil und ganz empfinden. Interessant ist die Hirnforschung, mit der ich mich viel befasst habe, die bestätigt, wenn wir unserer Intuition vertrauen, also dem ersten Eindruck vertrauen, dann kann man das nachmessen in einem dreidimensionalen Bild, wenn das gemessen wird im Gehirn, dass alle Gehirnfelder aktiv sind. Alle Gehirnfelder, wenn sie sehr kreativ sind, schöpferisch sind, dann brauchen sie ungefähr zwei Drittel oder drei Viertel ihres Gehirns. Und das zeigt also, dass immer noch etwas übrig ist, was nicht benutzt wird.